Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Dieser Vlog hier wird sehr, sehr chaotisch und umzugslastig. Ja, mein Schatz. Feline sagt auch guten Morgen, denn ja, wir stehen kurz vorm Umzug, Leute. Heute ist Samstag, wir haben es 9:30 schon. Wir sind seit 7 Uhr wach. Wir haben gefrühstückt und alles. Und jetzt sind wir gerade hier zu Hause richtig viel am Packen und am Machen. Und ich zeige euch mal gerade, wie katastrophal das aussieht. Also der Flur sieht so aus. Müll, Kartons. Ich glaube, für jedes Zimmer geht einigermaßen. Ja, das Schlafzimmer sieht eigentlich mit am schlimmsten aus, weil wir da heute am meisten raustragen werden. Das sind Papas sexy Hausschuhe. Ja, und ich möchte mal kurz erwähnen, wie viele Säcke Kleidung hast du? Oder wie viele Kartons? Ich weiß es nicht. Er weiß es nicht. Ich möchte mal kurz erwähnen, es sind, glaube ich, 8 Säcke. Ach, das glaube ich nicht. Aber hallo. So, auf jeden Fall sieht so unser Schlafzimmer gerade aus. Hier könnt ihr sehen, Sideboard und sowas, alles ist schon weg. Der Fernseher steht da. Das ist Müll, das wird zum Umzug genommen, um Möbel zu schützen. Dennis packt gerade seine restlichen Sachen von seinem Kleiderschrank ein. Das ist auch schon gepackt. Und der Schrank an sich ist auch schon leer, glaube ich. Ja, der ist leer. Da sind schon die Kleidungsstücke eingepackt. Das ist das Schlafzimmer. Die Bäder habe ich soweit auch leer gemacht. Da stehen halt nur noch so die Sachen, die wir alltäglich brauchen. Ja, und so sieht das hier aus. Schrecklich. Aber ich habe mich damit abgefunden, dass es hier unordentlich ist. Hier stehen die ganzen Bilder von den Wänden. Dann hier noch so ein bisschen Daily-Zeug, was Feline immer mal anzieht. Die Kisten können auch schon mit rüber. Und die Küche ist auch schon ziemlich leer. Also hier zum Beispiel fehlt dieser kleine Küchenwagen. Der Hochschrank, der ist auch schon fast leer. Und wie ihr sehen könnt, wir sind heute mit Anhänger unterwegs. Mega. Also was da reinpasst, ist unglaublich. Ja, der Tag heute steht ganz im Zeichen von Sachen aus der Wohnung in das Haus. Das Obergeschoss ist fertig, da fehlen nur noch die Türen und die Türzargen, die kommen nächste Woche. Und unten sind dann die Männer heute fleißig und müssen den Rest schaffen. Die wichtigsten Sachen, die wir jetzt nicht brauchen, also wir werden die ganze nächste Woche auf Sparflamme hier mit den ganzen Sachen leben. Und ja, jetzt kann ich euch auch mal verraten, wann wir umziehen, oder Dennis? Ja, bitte. Ja, bitte, sagt ihr. Also wir ziehen in unser Haus zum 1.4. Das heißt, zum 1.4. ziehen wir um, zum 1.4. fange ich an zu arbeiten, zum 1.4. geht Feline in die Kita. Ja, aber wir wuppen das schon alles zusammen. Hallo, mein Schatz, möchtest du Hallo sagen? So, Team Prospekte, ich liebe es, guck dir auch immer Prospekte an. Dazu gibt es einen Kaffee, die kommen zum Stuhl. Habt ihr das eigentlich schon gesehen? Ein paar Tage vor unserem Auszug hat Feline erstmal die Wände angemalt. Ich habe es dann versucht mit so einem Schmutzradierer, ne? Und wie ihr seht, ist es echt noch schlimmer geworden, ne? Tut mir halt leid für die Nachmieter. Ist echt ärgerlich, aber wir mussten hier auch alles streichen. Vielleicht erinnert ihr euch damals an meine Roomtour. Es war jede Wand mit Buntstiften. Das bleibt halt bei Kindern nicht aus. So, und jetzt gibt es erstmal kurz Zeitung und einen Kaffee. Und da werde ich mich mal ein bisschen um Feline kümmern. So kurz vor Mittagsschlaf noch mal ein bisschen spielen. Denn der Papa sortiert weiter aus. So, meine Lieben, jetzt war ich schnell einkaufen, aber habe echt vergessen, die Kamera anzuschmeißen. Sehr ungesund, sehr schnell. Einiges auch für die Baustelle. Ich war gestern übrigens im Rossmann und habe wieder ihre Maisstange geholt. Da geht die ja ab drauf, wie Schmitz Katze. Momentan wieder ganz schlimm. Möchtest du noch eine Pizzastange? Warte mal, wo hat Mama? Hier. Die habe ich gestern gekauft und die kommen sehr gut an bei Feline. Feline ist, ihr müsst wissen, Feline ist eher der herzhafte Typ. So, mit Quetschis brauche ich hier gar nicht ankommen. Papa, sie nimmt dann mal die ganze Packung mit, ja, ne? Okay. Ah. Ja, dann so ein bisschen Energy. Hier was, ein paar Kekse. Also eigentlich nichts Großes. Und der Hauptteil waren Getränke. Und die habe ich im Auto gelassen. Die kann Dennis dann später mitnehmen. Dennis ist jetzt gerade mit seinem Bruder schon losgefahren. Die haben nämlich den Hänger und das Auto vollgeladen. Ich bin ganz ehrlich, ich versuche Herrin des Chaoses zu werden. Aber ich glaube, schaffe ich nicht. Ich bin einfach die ganze Zeit so im Stress, weil ich hier aufräumen möchte, aber es geht einfach nicht. Ich glaube, da muss man sich im Klaren sein, dass wenn man umzieht, dass man nicht aufräumen kann. Schrecklich. So, Feline sitzt gerade auf dem Sofa, die hat gerade Mittag gegessen, darf so ein bisschen jetzt kuscheln und spielen. Ich stelle gleich ein bisschen die Toni-Box hin und dann hoffe ich, dass sie mich machen lässt. Und der Tisch sieht gerade übrigens so aus.
Und ich bin gespannt, was Dennis heute noch mit seinem Bruder so alles raustragen will. Dieser tolle Sessel soll auf jeden Fall heute raus. Der Couchtisch kommt raus. Ja, das ganze Spielzeug bleiben wir erst, lassen wir erstmal so bis zuletzt, dass Feline damit spielen kann. Die ganze Wohnwand kommt raus. Das kommt raus. Das ist alles schon leer. Denn es war zu eifrig und sein Umidor, da ist das Wasser drin, ein bisschen ausgekippt. Das muss jetzt gerade mal trocknen, aber die Zigarren haben Gott sei Dank nichts abbekommen. Die müssen dann aber auch unbedingt wieder da rein. Ja, das ist jetzt gerade so der aktuelle Stand. Oh Mann. Bei der Küche sieht es folgendermaßen aus. Also die neuen Nachmieter, haben eine Küche, das heißt, die kommt mit oder beziehungsweise ein Teil schmeißen wir weg. Also diese ganze Seite hier kommt auf den Müll und das nehmen wir mit für teilweise Hauswirtschaftsraum und teilweise Keller einfach erstmal, weil das sind tolle Schränke, die kann man halt benutzen. Unsere Dunstabzugshaube ist ja ganz neu, die bekommt meine Schwester. Auch das Ziranfeld ist ganz, ganz neu. Das wird gut verpackt bei uns erstmal in den Keller wandern. Falls irgendwer aus unserer Familie, Freundeskreis mal eine benötigt, dann hat man halt eine. Ja, und hier sind die Schränke fast auch ganz leer. Die nimmt Dennis mit in sein Sportzimmer unten. Die kann man da gut, ganz gut für seine Trikots und so verwenden. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ja, und eigentlich steht hoffentlich am Ende des Tages nur noch das Bett hier. Das Schwierige ist ja, finde ich, nebenbei muss alles weiterlaufen. Sprich Haushalt, Wäsche, Kochen, ein bisschen aufräumen, verräumen, einkaufen, sowas alles. Und dann ist noch die Eingewöhnung nebenbei und die Gott sei Dank sehr, sehr gut läuft. Ich habe das nur bei Instagram erzählt. Die Eingewöhnung läuft phänomenal, also ganz, ganz toll. Auf Holzklopf. Feline ist ja, das wusste ich natürlich vorher auch, kein schüchternes Kind und ein sehr offenes Kind. Und den letzten Tag, am Freitag, also Tag 5 der Eingewöhnung, konnte ich noch nicht mal die Jacke ausziehen. Da war sie schon weg. Und ihr müsst euch vorstellen, da war ich dann eine Stunde, glaube ich, weg. Ich kam wieder, da waren die gerade draußen auf dem Hof am Spielen. Und sie guckt mich an. Wirklich, ihr Blick hat mir so gesagt, so, nee, dein Ernst jetzt? Ich will jetzt nicht nach Hause. Gab ein Riesentheater, bis ich es ihr dann erklären konnte und wir dann Bye-Bye gesagt haben und sie einen gewunken hat und dann ging es. Aber sie ist das sehr, sehr gerne und die Erzieherinnen sind total happy und total stolz und sagen, es ist eine ganz, ganz tolle Eingewöhnung. Und ja, Montag geht es dann weiter. Und natürlich findet die Eingewöhnung schon in dem neuen Ort statt, wo wir hinziehen, weil da einige gefragt haben. Wenn wir jetzt in Bielefeld eine Eingewöhnung machen würden, das würde ja keinen Sinn machen. Und ich bin halt auch sehr, sehr froh, dass wir einen Platz bekommen haben, weil das auch nicht so selbstverständlich ist. U3 ist sowieso Katastrophe. Und ab 3 auch, aber ja, ihr kennt das ja. So, und jetzt geht's erstmal weiter. Oh, so, meine Lieben, ein kurzer Zwischenstand. Ich bin mit Feline gerade im Kinderzimmer am Spielen. So ein kleiner Breakdown für uns. Und ich habe jetzt einmal diesen Sessel von der Wand hier weggeschoben, sauber gemacht. Und den nehmen die heute auf jeden Fall mit. Dann habe ich, wundert euch nicht, Felines Lieblingslied läuft. Dann habe ich hier Felines ganzen Bücher hingelegt, weil das Bücherregal habe ich jetzt auch schon weggestellt. Das können die heute auch noch mitnehmen. Und ja, jetzt sind wir gerade so ein bisschen im Zimmer am Spielen. Feline hat sich den Lüfter geholt, natürlich nur unter meiner Aufsicht. Und findet das super cool, an diesen Rädern da dran rumzudrehen. In der Küche bin ich am Überlegen, wo ich die ganzen Teller hinpacken soll. Denn die ganzen Schränke hier, also unsere Oberschränke, sind alle leer. Ja, und wisst ihr, was so richtig, richtig typisch ist? Ich habe in unserem Flurschrank, wir haben ja so einen Vorratsschrank, hatte ich die Staubsaugerbeutel für meinen Staubsauger. Und die halten elendig lang, Monate. Und ich hatte den jetzt nicht frisch gewechselt, aber ich habe gedacht, ach, der hält auf jeden Fall noch die paar Tage, wo wir noch hier in der Wohnung sind. Dann fange ich eben an zu saugen. Ja, nur so grob, weil so richtig saugen tue ich ja, wenn wir hier raus sind nochmal. Und dann sagt mir mein Staubsauger doch wirklich allen Ernstes, dass der Staubsaugerbeutel voll ist. Und also Punkt 1, ich habe keine Ahnung, in welcher Kiste das ist. Und Punkt 2, die Kisten sind natürlich alle schon im Haus. Worst case, ich suche da nicht nach. Ich hatte eh, glaube ich, nur noch 2 und habe jetzt einfach bei Amazon neue bestellt. Die kommen dann am Montag und dann kann ich nochmal richtig saugen. Aber ey, typisch, oder? Kleiner Stöpsel, hm? Langsam, langsam. Langsam, genau. Klasse. Was haben wir da alles, hm?
Den hat Mami so schön aufgeräumt, ne? Aber nicht runterschmeißen. Langsam. Langsam. Okay, den können wir danach hinstellen. Okay, kein Problem. Okay, Leute, ich bin gerade von der Baustelle wieder zu Hause mit Feline. Und das, die Hälfte vom Sofa fehlt. Der Stuhl ist weg. Und schaut mal, unsere Wohnwand. Ich habe selbst noch nicht sauber gemacht, warum auch. Ist ja nur Staub. Ja, Feline hat sich gefreut wie so eine kleine süße Maus, weil hier jetzt richtig viel Platz mehr ist. Ja, hier steht der Fernsehen. Wir haben schon 5:30 und ich mache mich jetzt erstmal schnell ans Kochen, denn wir haben Hunger. Wir wollen Abendbrot essen und dann nehme ich euch mit. Und so sieht das Ganze aus, wenn man die Box aufmacht. Ihr habt hier oben drauf direkt den Menüplaner quasi. Ihr könnt euch ja bis zu 6 Wochen im Voraus eure Boxen zusammenstellen. Und hier oben sind schon die ganzen Rezepte, die ich mir ausgesucht habe. Ich zeige euch das gerade mal. Deftiges Schweinefilet mit Pesto. Würziges Ofen-Harissa-Hähnchen. Dann Iskender, türkisches Gericht mit Hack. Boah, das sieht auch so gut aus, oder? Überbackene Penne mit getrockneten Tomaten. Und Spätzle mit Bacon. Das sind meine Rezepte für diese Box. Und hier sind die Gerichte jetzt drin verteilt. Ihr wisst ja, HelloFresh hat alles ganz frisch verpackt mit Kühltaschen und Kühlakkus. Und ihr könnt euch den Liefertermin aussuchen und sogar die Uhrzeit eingrenzen, sodass ihr wirklich planen könnt und eure Ware frisch entgegennehmen könnt. Die Gerichte sind alle zusammen verpackt. Das heißt, ihr müsst euch nichts zusammensuchen. Die sind einmal in solchen Papierbeuteln drin und mit einer Farbe versehen. Und vielleicht habt ihr es gesehen, denn jedes Rezept ist hier unten mit einer bestimmten Farbe versehen und somit könnt ihr gleich quasi den richtigen Beutel rausholen. Also das ist zum Beispiel jetzt hier blau. Dann haben wir hier das gelb gepunktete, übrigens ein Hit für Kids. Und hier steht, ich enthalte gekühlte Ware, packe mich daher bitte schnell in deinen Kühlschrank. Das machen wir jetzt, aber ich möchte euch einfach zeigen, wie frisch das Ganze hier ankommt. Lecker! Das ist der Blick in die Tüte. Und wie ihr sehen könnt, zum Beispiel hier, das Fleisch ist doppelt gekühlt mit Kühlakkus. Also da kann wirklich nichts passieren in so einer isolierten Kühltasche. Oder hier fürs zweite Menü. Hier sind übrigens auch wieder die Farben drauf. Auch da müsst ihr nicht suchen. Ihr müsstet also für ein Menü quasi dieses Beutelchen und dieses nehmen und könnt dann quasi direkt loslegen mit dem Kochen. Ich liebe es. Je einfacher, desto besser, meine Lieben. Ich habe mich heute für Kids Hit entschieden. Scheinen die Kinder sehr gerne zu mögen. Und geht super schnell. Und zwar Spätzle mit Bacon in cremiger Kirschtomaten-Babyspinatsoße. Und wie ihr wisst, hier hinten ist ja alles detailliert erklärt. Ich habe die Variante für den Thermomix. Es gibt natürlich alle Rezepte und noch ganz viele andere auch für die normale Version, also die kein Thermomix haben. Und hier stehen alle Zutaten drauf. Hier haben wir die ganzen Zutaten dazu. Ich bin schon gespannt, wie das schmeckt. Es sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr lecker aus und wir fangen jetzt einfach mal an. So, wir sind schon ein gutes Stück vorangekommen. Kirschtomaten halbiert, Bacon klein geschnitten, Frühlingszwiebeln klein geschnitten. Und den Parmesan habe ich gemahlen. Da sind immer frische Stücke bei. Und das hat mein Thermomix jetzt ganz, ganz fein gerieben. Und jetzt werde ich von der Petersilie den einmal waschen und die Blätter abzupfen. Wir dünsten jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die Frühlingszwiebeln und der Bacon. Lecker! Achso, hier habe ich gerade noch die Petersilie einmal gemahlen. Oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lecker das riecht. Dort ist jetzt Creme Fraiche drin, die halbierten Kirschtomaten und ein bisschen Pfeffer. Und das Ganze wird jetzt erstmal wieder für 5 Minuten erhitzt. Jetzt kommen gleich die Spätzle in die Pfanne. Die werden in der erwärmten Pfanne einfach so 4-5 Minuten so richtig schön gebraten. Und Leute, ich hatte letztes Mal schon ein Rezept von HelloFresh mit Spätzlen. Glaubt es mir, die Spätzle sind der absolute Hammer. Wenn ihr Nudeln mögt oder generell so Spätzle, dann müsst ihr unbedingt ein Rezept wählen mit Spätzle. Ich habe übrigens natürlich auch einen Rabattcode für euch. Neukunden bekommen auf die ersten beiden Boxen, 2x also, 30% auf die Bestellung und das lohnt sich
Richtig. Ich verlinke euch natürlich alles unten in der Infobox. Fertig. Sieht gut aus, oder? Und Leute, das war jetzt nicht mal 20 Minuten und sogar Feline kann mir super dabei helfen. Also eure Kinder könnt ihr auch ganz toll dazu einbeziehen. Feline bekommt nämlich natürlich dasselbe. Das wird jetzt ein bisschen abkühlen. Ich habe noch den frisch gemahlenen Parmesan oben drauf gemacht und gleich kommt der Geschmackstest. Mmh. Das schmeckt sehr, sehr gut. Man muss natürlich beachten, ihr könnt euch ja eure Rezepte bis 6 Wochen im Voraus selber zusammenstellen für die Boxen. Und man sucht sich natürlich Rezepte raus, wo man schon wissen könnte, oh ja, das ist lecker, das trifft meinen Geschmack. Und das war bei HelloFresh bis jetzt jedes Mal der Fall. Es schmeckt halt unglaublich frisch und lecker. Ihr habt es frisch gekocht, die Produkte sind alle frisch und haben eine tolle Qualität und das schmeckt man auch. Also überzeugt euch da ruhig selber. Ihr bekommt es, wie gesagt, gratis nach Hause geschickt. Und ihr könnt es übrigens auch immer kündigen, also ohne Kündigungsfrist. Da habe ich auch einige Fragen zu bekommen, das ist gar kein Problem. Und ja, nutzt natürlich meinen Code HELLOLINDA30. Für die ersten beiden Boxen gibt es nämlich 30% für Neukunden auf die Bestellung. Und alle Infos dazu gibt es natürlich unten in der Infobox. Feline schmeckt es übrigens auch unglaublich lecker. Ist lecker, mein Schatz? Erstmal trinken, ne? Also sie ist auch ordentlich am Mampfen. Und das ist das beste Zeichen. Super, ne? In einem hat einen Löffel und in der anderen nimmt es so. Das schmeckt, ne? So, meine Lieben, ich würde mich jetzt aus dem Vlog verabschieden. Wir haben es jetzt 7:15. Ich habe gerade Feline hingelegt. Ich werde hier noch ein bisschen Ordnung machen und morgen früh geht das Ganze dann wieder von vorne los. Ja, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen.